vielleicht eher in dem dunklen Blau. Es geht aber dann sehr über, ne? In die gleiche Farbe. Aber ich glaube, dass die... Warte mal, ich mache das jetzt mal im Wechsel. Da jetzt so und die Stange in dunkelblau. Könnte man quasi im Wechsel machen. Da. Aber ich finde es schon mal nicht schlecht, dass man halt die... Also das fand ich von Anfang an schon ganz gut, dass man die Farben speichern konnte. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist besser, wenn es dunkel. Da würde ich gleich einkaufen. Ich weiß es nicht. Es wäre halt cool, wenn man irgendwie noch mit Beleuchtung oder sowas arbeiten könnte. Mit LEDs und so weiter. Da muss ich echt sagen, war das Einzige, was mir gefallen hat an diesem Computer Store, was ich doch da angezockt habe in den letzten 2-3 Tagen. Da fand ich das toll, dass man da LED-Lichtleisten und sowas installieren konnte über das Menü. Das fand ich schon nicht schlecht. Was mache ich da eigentlich? Warum kopiere ich das nicht einfach? Okay. So, ist auch viel einfacher. Machen wir es mal hier auch. Die Stange grün, okay. Dann mache ich das da noch. Ne, da gefällt mir tatsächlich die Stange in grün wesentlich besser. Aber ich weiß nicht, was findet denn ihr besser? Eher dieses hellere oder das dunklere besser? Bilder hänge ich jetzt noch keine auf, weil die kosten jetzt definitiv zu viel Geld. Du musst bedenken, dass wenn ich jetzt hier anfange mit Schildern und dann vielleicht auch noch Wandschilder, selbst wenn ich ein kleines nehme, ist ein Hunderter fast. Und das möchte ich jetzt definitiv nicht ausgeben. Also das günstigste sind 85. Das Geld muss warten. Das hier, nicht zu grell. Aber es hebt sich besser ab, ne? Es hebt sich besser ab. Dann aber das da auch. Wenn, dann sollte jetzt alles in der gleichen Farbe sein. Ich mache das jetzt einmal bei der Kasse auch. Jo, gefällt mir sogar ganz gut. Ich habe jetzt gedacht, es wäre Vollfläche. So. Wir haben Lager. Wir haben Mitarbeiter, brauchen wir noch nicht. Im Grunde ist alles gut, würde ich sagen. Wir haben 1700, wenn wir jetzt die Miete zahlen, haben wir noch 1200 in etwa. Das ist doch gut. Das kann man natürlich auch im Laufe der Zeit noch anpassen. Da draußen kann ich ja auch zum Glück Bilder hinhängen, was nicht schlecht ist. Und wenn man mal sieht, ne, wie groß der Laden eigentlich noch werden kann und wird... Und bis dahinter, ne? Also die Fläche. Ich merke schon selber, dass ich lange nicht mehr gespielt habe. Ich muss echt mal gucken, ob ich das so lasse. Weiß ich noch nicht. Aber gehen wir jetzt erst einmal zurück ins Büro. Oh, es war sogar, es waren nur 400, ne? So, 1300. Ist die Frage, soll ich jemanden einstellen? Es wäre vielleicht zum Reinlocken nicht schlecht.
Aber da muss ich echt gucken, wie viel ich da ausgebe, ne? Okay, wir haben hier einen, der Getränke und frisches Essen am besten geschult ist. Bauern und Arbeiter ist natürlich schon nicht schlecht, aber der ist mir schon zu eingefahren, weil ich kann den ja nicht umschulen. Ist das blöde, ne? Und der verärgert vor allem Kunden. Ein bisschen mehr. 10,20 Euro. Okay, mehr als 11 möchte ich eigentlich dann nicht ausgeben. Okay, sicher aber nicht weniger. Okay, haben wir schon mal einen. Aber der ist für Verkäufe recht gut. Muss mal gucken. Du musst noch eine Alarmanlage machen, oder? Nein, mache ich nicht, weil die täglich Geld kostet. Das geht am Anfang überhaupt nicht. Das kannst du vergessen. Keine Bilder, keine Alarmanlage, also nichts. Ey, die, sagen wir, sind die alle da jetzt, um die Kunden zu verärgern, oder was ist los? Oh Gott, die will wahrscheinlich recht viel. Mit 12. Aber nicht mehr wie 13. Wenn du jetzt halt mehr willst wie 13, dann kannst du gleich wieder gehen. Na, dann gehst du wieder. Also ganz am Anfang beim Laden, wenn du den Konzern aufmachst, alles Überflüssige im Grunde weglassen. Ich hätte jetzt halt auch den Laden innen drin nicht anmalern müssen, aber ich dachte mir zumindest den Verkaufsraum ist es schon okay. Aber es waren halt dann auch fast 100 Euro, die weg waren. Aber Bilder kommt später. Auch das Lager richtig groß ausbauen kommt später oder irgendwelche unnötigen Arbeiter einstellen. Oh Mann. Die verärgert halt auch, ne? Was ist denn mit denen los? Gehen wir mal auf 9. Nein, ein wenig tiefer bitte. 11,11 Euro. Oh. Am Ende stelle ich dann eh die ein, die am günstigsten sind. Und mal auf 12 will ich gehen. Ist blöd, dass man das nicht eingeben kann, oder kann man das eingeben? Nee, kann man nicht. Konnte man noch nie. $12,50 in etwa. Okay, damit kann ich leben. Er ist halt jetzt halt noch mit 11 Euro knapp am besten. Okay. Der könnte interessant sein. Ich gehe mal nur auf 9. 11. Am Ende will er dann doch auch wieder 12. Naja. Die wollen alle Essen verkaufen, ja. Schauen wir mal. Ah, endlich mal Männer-T-Shirts. Computer ist jetzt egal. Bauern ist... Nee, ist glaube ich... Weil wir haben ja Rentner eher da. Technik-Freaks passt aber wiederum. Verärgert aber auch schon wieder Kunden. Was sind das für Verkäufer alle? Die haben den falschen Job gewählt, ganz ehrlich. Ich gehe jetzt da mal gleich auf 10 Euro. Gehen wir mal auf 12. 12. Nur noch ein bisschen mehr. $12,55. Das war ein bisschen mehr. 13. Okay, dann geh. So, the last one. Damenschuhe und frisches Essen, Studenten und Arbeiter. Das ist halt alles schon so ausgebaut, ne? Na? Sicher, das ist gut. Okay. Wir bräuchten eigentlich jemanden, der gut verkauft. Er verkauft gut für 11 Euro und er verkauft gut für 12 Euro.
Also würde ich ihn hier einstellen für den Verkauf. Ja, mache ich jetzt. So. Aber die sind mir halt echt zu teuer eigentlich. Aber gut, es geht schon, ne? Aber komm, die stelle ich dann auch noch ein. Dann haben wir schon mal zwei. Ich hätte eigentlich den anderen Verkäufer noch einstellen sollen. Ich mache aber beide auch wieder als sichere Verkäufer. Obwohl ich jetzt auch nicht weiß, ob ich die schon in der Früh da anfangen lassen soll. Ich weiß es echt nicht. Es ist ein Test jetzt, ne? Aber der Test kann mich halt den Laden kosten. Wir haben zwei Verkäufer. Warte mal, ich hole mir den anderen Verkäufer noch. Hier, der hat auch noch Verkäufe hoch. Holen wir uns beide noch. Ich benutze halt einfach mal so. Notfalls lasse ich sie mal zu Hause auch einstellen. So. Er ist Verkäufer. Ja. Und Christoph ist eigentlich nur Mittel gewesen beim Verkauf, ne? Ja. Insofern ändere ich das bei ihm jetzt auf den Begrüßer. Macht ihn aber nur 3 Stunden. Weil alles, was danach kommt, eigentlich zwischen 15 und 16 Uhr ist. Die kaufen eh meistens dann nicht mehr, weil dann schon wieder der Laden zu ist und so. Emma ist die niedrige Verkäuferin, also das heißt, die wird auch auf die Straße gehen. Die geht für uns die Kunden ranschaffen, so blöd wie es klingt, aber das macht die. So, die lasse ich aber halt wirklich um 9 starten und bis um 12. So, und Christoph wird noch der Verkäufer. So. Ich weiß auch nicht, ob es was bringt, wenn ich den Laden länger offen lasse. Bröstler. Müssen wir halt jetzt mal so probieren. Wir haben zumindest 2, die Leute ranschaffen und 2 Verkäufer haben wir. Alles andere, was Auspacken angeht und ja, Ware einräumen, das mache ich dann selbst. Ich habe noch 1363. Jetzt ist die Frage, die Lieferung kommt immer erst um 12. Wenn ich jetzt mein Mindestlager ändere auf 10 Artikel und ich würde jetzt bestellen, dann würden ja nur 5 geliefert werden, die dann am Lager sind. Es wäre, glaube ich, nicht einmal so verkehrt, wenn ich das so mache. Das muss ich so probieren. Weil es waren 700 Euro, das ganze Zeug. Von daher denke ich mir, ist es noch okay. Muss ich einfach probieren. Ich werde es dann schon sehen. Mindestlage, das heißt, es sind 650 Euro nochmal. Leider steht es hinter mir. Ich habe noch 1360. Das heißt, danach habe ich noch 700. So, 700 haben wir noch. Wir brauchen für
die Miete, die 500. 500? Egal. Zwölf. Das heißt, wir haben ungefähr. Also Mitarbeiterkosten haben wir ungefähr 200 Euro für den Tag. Das geht doch. Dann haben wir doch das top eingestellt. Das ist nur die Frage. Oh, ich bin schon bei 2,5 Stunden. Gehen wir nochmal rein in den Laden. Schauen wir mal, wie der erste Tag läuft. Oder machen wir das beim nächsten Mal? Jetzt, Hogan hat vorhin noch geschrieben, jetzt bist du ca. bei 1.100 täglich ohne Mitarbeiter. 650, also 650 sind die Sachen jetzt gewesen, wenn ich das wirklich so mache, dass ich nur die Mindestlagermenge bestelle. Jetzt sind es ja die 650 gewesen, wenn ich jetzt von den 5 ausgehe, die immer auf die Stange passen. Nachgefüllt wird nicht. Und die Lieferung kommt sowieso erst um 12. Das heißt, ich kann dann in der Früh einräumen, alles was am Lager ist. Und das, was mindestlagermäßig ist, das kommt ja dann erst um 12 Uhr nach. Das heißt, ich müsste immer passend die Artikel da haben, die ich für die Stangen brauche. Also ich hoffe, ich denke da jetzt richtig. Aber ich denke mal, ihr könnt mir da schon folgen, ne? Also, Werbung schalte ich keine. Das lasse ich auch noch. Dann gehen wir halt mal rein. Du bist schuld, Aiden. Hey, eine Münze Zinsen. Wie noch keine XP, der ist doch top eingerichteter Laden. So. Ja, Gesamtgewinn ist klar, wir haben das ja jetzt ausgegeben. Wir haben 3.400 knapp im Konzern. Also das ist immer noch der Puffer. So. Jetzt bin ich neugierig. Wie wird der Tag laufen? Es sind nur 8 Stunden. So. Dann werde ich mal meinen Job erledigen und mich hinter diese grelle Kasse stellen. Ich werde natürlich die Augen aufhalten, ob wir hier jemanden haben, der klaut, weil den muss ich dann selber ansprechen. Hey, die Uniform ist doch schick. So, ich hoffe, dass sie einen guten Job macht und die Leute hier reinschickt. Wir haben ja jetzt halt noch nichts geändert von den Preisen her. Hey, die ersten 16. Aber die Preise werde ich auch nochmal nachstellen, auf jeden Fall. Da werde ich nochmal gute 10% nach oben huschen. Ich hoffe nur, man bleibt eine Zeit lang verschont wenigstens, wenn man den Laden gerade aufmacht. Dass nicht gleich Diebe kommen. Okay, manche kommen natürlich rein, gucken, gehen wieder raus. Servus. Würde ich noch eine Stunde live sein? Wenn ich du wäre, dann würde ich jetzt noch eine Stunde live sein. Ich muss ehrlich sagen, bezieh das aufs Game, nicht auf das, was ich mache. Schreib irgendwas rein, was ich innerhalb vom Spiel machen soll. Aber noch eine Stunde live sein, irgendwo muss ich ja auch einen Punkt haben, wo ich Schluss machen kann. Das haut nicht hin. Lass dir was einfallen für den Shop. Zum Beispiel, räume alle Regale leer und räume sie wieder ein. Also sowas. Der Sandman hat es ja zu gerne gemacht, dass er mich teilweise den Chat hat rückwärts vorlesen lassen. Oder ich darf nur rückwärts laufen oder irgendwie sowas.
Warum bringt er eigentlich die Lieferung auf zweimal? Naja, ist egal. So, ich denke aber, wir müssten jetzt ungefähr auf jeden Fall unsere Miete drin haben. Ich muss wirklich schauen, dass ich die ersten Tage so gut wie möglich die Kunden nicht verärgere mit zu hohen Preisen oder sowas. Da hinten habe ich einen Dieb. Den quatsche ich jetzt gleich an. Weil sonst, ja, ich bin schon da. Sonst geht der raus und ich erwische den vielleicht nimmer. So, Christoph, du musst auch deine Augen offen halten ein bisschen. Das wäre super. Die Anzeige, das habe ich ja schon gesagt, ne? Die bekommt man immer, egal ob man den Dieb erwischt oder nicht. $1,100 circa brauchst du für Einkauf und Miete, wenn du alles verkaufst. Hey. Als Sache, ich müsste jetzt auf jeden Fall die Ladenmiete zumindest drin haben. Hat der jetzt geklaut, oder? Aber warum habe ich jetzt... Habe ich die nicht geändert? Oh Gott. Ich habe manche nicht geändert, oder? Ach nee, ich muss es hier erst einmal auspacken. Oh, verdammt. Ach, naja, gut. Du musst, wenn du das nächste Mal Essen kaufen kannst, dann kaufe nur 100 Pommes. Was? Ich habe doch hier gar kein Essen. Das nächste Mal, wenn ich Essen kaufen kann, dann soll ich nur 100 Pommes kaufen? Oder wie war das? Ich kann doch keine 100 Pommes kaufen. Mindestlager 26 Artikel hinzufügen. Also das ist das, was ich quasi verkauft habe. Wir haben 500. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall an dem... Soll ich an den Preisen was machen oder nicht? Ich überlege mir das nächste Mal. Ich überlege mir das tatsächlich das nächste Mal. Oh, cool. Die lasse ich aber erst noch mal liegen. Ich lasse die gute Dame auf meinem Tisch erstmal liegen. Aiden, du hast auf jeden Fall einen 500er gut. Also du kannst dir dann das nächste Mal fürs nächste Mal was überlegen. 1300 circa musst du momentan am Abend haben bei allem Verkauf. Okay, also ich habe jetzt 250 minus gemacht, lag aber auch ein bisschen mit am... Kann das sein, dass das die Sachen sind, die geklaut werden? Nee, Eigentum? Nee, das sind ja die Sachen, die ich bestellt habe, ne? Cheers! Aiden macht wirklich irgendwas, was mit dem Game was zu tun hat. Also, weil wenn ich du wäre, noch eine Stunde streamen, dann könnte ja jemand schreiben, wenn ich du wäre, würde ich bis morgen früh um 7 streamen. Hebt dir die Punkte ruhig auf. Und später bin ich ja auch nochmal online. Also wie gesagt, du hast einen Freischuss, Aiden. Das kann ich mir definitiv merken. Und Ich würde sagen, warte mal. 16:30. Ich würde sagen 19 Uhr. 19 Uhr werde ich dann später mit euch Crafting, Dingsbums, Planet Crafter, nee, Planet Builder oder wie es heißt, werde ich dann mit euch machen. Also wenn ihr dabei sein wollt, ganz klar. 19 Uhr, ich schreibe es dann noch in den Sound noch mit rein, in den Terminplaner schreibe ich es noch mit rein.
Gut, ich hoffe, dass ich den Laden rocken werde. Notfalls, wie gesagt, lasse ich einfach die Angestellten zu Hause. Nein, nicht Fishing Planet. Wie heißt er denn? Der Planet Crafter heißt. Planet Crafter werde ich dann noch machen. 19 Uhr. Genau. Wäre super, wenn der ein oder andere mit dabei ist. Yep, heute 19 Uhr. Würde mich auf jeden Fall freuen. Auch angedacht so 2 Stunden. Wenn es länger dauert, dann dauert es länger. Heute hatte ich ja jetzt für King of Retail auch 2 Stunden angedacht. Jetzt sind es fast 3 geworden. Das ist ja auch in Ordnung. Oder ja, ein bisschen was über 2,5 sind's. Gut. Also vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. An alle YouTube-Nachgucker, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir ein Abo da. Lasst mir Kommentare da. Du bist dabei, das freut mich, Aiden. Alles klar, dann bis spätestens 19 Uhr. Wäre super, wenn ihr da dabei seid. Insofern macht's gut. Ciao, ciao.